Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Pokémon Uranium. Wir sind, wie ich mich seit gerade eben dran erinnere, auf hoher See auf dem Weg zum 7. Orden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und mein Team sieht relativ abgefuckt aus. Nein! Wir sind am Leben. Meine Fresse, geil! Übrigens, sollte ich heute weniger rumschreien als sonst oder aber weniger reden oder aber mich selbst beim Reden etwas zurückhalten oder aber ähnliche Sachen tun? Fuck. Gut, warum hat mir jemand gesagt, dass ich keine PP mehr habe? Äußerst ungünstig. Was machen wir jetzt gegen den? Ich glaube, wenn, dann kann jetzt Rakaris was ausrichten, alle anderen sind so, ja, halb so gut. Liegt das daran, dass ich momentan noch, also wie gesagt, jetzt meine zweite Aufnahme in meiner neuen Wohnung habe, ich noch nicht weiß, ab welcher Lautstärke meine Nachbarn mich hören. Schon mal Entschuldigung an euch da drüben. Und zudem noch unglaublich viel Schall hier habe. Ey, übrigens sieht hier noch meine umgeworfene Flasche vom Monster Film Unite Let's Play. Schauen wir die mal wieder auf. Ja, ich bin gut darin, meine Wohnung sauber zu halten. Absolut. Zumindest im Let's Play. Dann, wie gesagt, wir haben noch relativ viel Schall hier. Ich hoffe sehr stark, dass der Schall weggeht, sobald ich dann mein letztes Möbelstück habe, was dann ein Sofa ist. Das sollte in der Regel relativ viel Schall dämmen. Ansonsten muss ich hier mit den ganzen Büchern, die ich hier habe, nochmal schauen. Das war ein Overkill. Verdammt. Nochmal schauen, ob ich welche Bücher vielleicht hinstellen sollte, ob ich irgendwie noch mehr in die Wand pappen muss. Werden wir dann sehen, was alles noch gemacht werden muss, damit es hier halt eben nicht schallt. Bis dahin müsst ihr es halt leider aushalten oder aber wechseln. Dann war es schön mit euch bis jetzt gespielt zu haben. Nichtsdestotrotz, ich werde versuchen, das zu ignorieren und währenddessen ein bisschen weitergehen. Vor allen Dingen, ich könnte auch einfach meine Kopfhörer komplett hundertprozentig aufsetzen. Ich habe die immer so, warum habe ich immer noch nicht gewechselt? Okay, ich renne ausnahmsweise einmal weg, weil es sonst absoluter Bullshit ist, weil ich meinen Pokémon unnötig kaputt machen lasse. Armor wollte ich sowieso wechseln, ne? Das bedeutet, dass eigentlich Bomberman jetzt an der Reihe ist, wobei Gamados würde auch gehen. Da wir aber gerade den Kunai gesehen haben, beste Betonung ever, würde ich jetzt nicht meinen Strahlungs-Pokémon nehmen gegen den einzigen Typen, wo er nicht ankommt. Lieber nehme ich meinen Stahlgesteinstyp, der gegen jedes Pokémon nicht ankommt. Das ist dann, da weiß ich zumindest, worauf ich mich vorbereiten muss, richtig hart den Arsch versohlt zu bekommen. Warst du noch Stahl mit dazu? Lass mal kurz ausprobieren. Nein, warst du nicht. Aber er hat eine eisige Verteidigung, also eisenhaftige Verteidigung. Stahlhart ist er, okay, von mir aus. Aber Typ Stahl dann doch leider nicht, was für ein Typ... Ja, was für ein Typ ist der dann? Egal, erstmal kriegt Bomberman auf die Fresse oder aber auch nicht. Oh, wir halten uns gegenseitig gefangen. Und so, meine Damen und Herren, sieht ein Lesbenporn in Pokémon aus. Wenn beide den anderen nicht gehen lassen wollen, kommt es halt zu seinem Strudel und dem Einsatz einer Peitsche. Oh, ich weiß, das Kommende kommt jetzt in der Regel komisch und sollte man eigentlich nicht sagen, aber... Ich sollte mir unbedingt fürs Let's Play eine Peitschen-App anschaffen. Das könnte so häufig noch so geil werden. Ach du Sch... Warte. Das war ein Nein, es kann kein Gesteins-Pokémon sein. Was für ein Typ war es? Ist Stahl nicht nur sehr effektiv gegen Gestein? Und Fee. Dann war es ein Wasser-Fee-Pokémon gerade eben. Das würde sogar hundertprozentig passen. Nice. Dann machen wir mal kurz einen Metallclaw. Wir sind schneller. Warum ich das getan habe, für den Angriffsbuff, der nicht kam. Nice, Bomberman so schnell wie eh und je. Whip, whip, Nanette, ein bisschen weiter. Und jetzt, where's the rock slide, there's a way. Ich habe nämlich A vorhin und B allgemein in meinem Leben schon ein paar Championship-Finale oder auch Kämpfe der WGC, also Video Game Compilation. Yep. Das C steht auf jeden Fall für Compilation und nichts anderes, was irgendwie mit einem Competition zu tun haben könnte. Es war eine Compilation, vertraut mir. Und wenn ich dabei ein was durch die Kommentatoren gelernt habe, dann ist es If there's a rock slide, there's a way.
So, übrigens, du bist jetzt immer noch Wasserfee, mein Siren Tide, weil natürlich nur von dem Typen gerade eben. Heißt, ich kann gerne mit ein bisschen Stahl auf dich draufhauen. Oder ich krieg einen Wasserpuls ins Gesicht ab, wo Bomberman natürlich absolut keine Probleme mit hat. Wunderbar. Auch wenn der Schaden gerade nicht so hoch ist, wie er sein sollte. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch langsamer heißt, meine Rockslide bringt mir nichts. Ha, ich hoffe, ich habe genügend Heilmittel mit. Ich sollte demnächst wohl ein paar benutzen. Ja, das reicht ansonsten niemals. Aber interessanterweise hält sich Bomberman, mein Gesteinsstahltyp, äußerst gut gegen Wasser-Pokémon. Habe ich irgendwas Heilendes? Ja, 30 Revive. Ist auch schön, ne? Prävention wird bei mir klein geschrieben. Ich hole direkt die Beleber. Scheiß auf irgendwelche Tränke. Nein. Da muss natürlich direkt ein Beleber her. Na, wenn ich sterbe, dann durch One-Hit-Kills. Also, warum brauche ich da ein paar Tränke? Pff, überbewertet. Wie soll das sein? Werden, das ging leicht daneben. Und ich bin verwirrt. Das ist äußerst ungünstig. Doch eine Metall-Whip wird nicht ausreichen. Heißt, ich muss eigentlich jetzt nochmal treffen. Ja. Komm einfach mit Metal Claw. Davon habe ich noch ausnahmsweise genügend AP und ich muss ein bisschen hart mit meinen AP umgehen. Komm schon, Bomberman. Yeah, nice. Direkt den Gegnern. Och, verdammt. Okay, wie es aussieht, hat Siren Tide das Safe Word gesagt. Ansonsten, warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung, war eine äußerst dumme Kombination und Bomberman stirbt durch meine Dummheit. Wunderbar. Ich weiß nicht, womit so ein grandioses Pokémon einen so beschissenen Tamer wie mich verdient hat, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. So, auf geht's, Gamados. Du machst es schon. Irgendwas wollte ich euch bloß sagen. Ich habe vergessen, was. Äußerst gut. Übrigens, wie ihr gerade wahrscheinlich seht, habe ich die Zeit des Let's Plays wieder auf 20 Minuten gekürzt. Komm, Byte sollte ausreichen. Aus dem einfachen Grund, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Nice, Gamados. Dass ich momentan wahrscheinlich immer noch nicht allzu viel Zeit zum Aufnehmen habe. Erstmal wieder, ach, willst du mich verarschen? Erstmal wieder reinkommen muss im Großen und Ganzen. Wo hat er gerade angegriffen? Psychic, ne? Dann Your Man, auf geht's. Und, ich der Meinung bin, dann kommt auch ihr besser dazu, die Videos zu sehen, wenn sie bloß 20 Minuten gehen. Einfach nur aus dem Grund, weil ihr halt euch weniger Zeit nehmen müsst, um die Videos zu gucken. Logischerweise. So, Foul Play. Das soll jetzt aber wirklich reichen und nicht noch ein HP irgendwo übrig lassen. So, jetzt echt äußerst schade um Bomberman. Er hat wunderbar einen Kampf überlebt. Den hat er aber gut gekämpft, ne? Ist jetzt Aqua Tail noch nötig bei ihm? Eigentlich nicht, oder? 90, 90. Na, physisch wäre schon ziemlich geil, aber wie gesagt, ich bin mit dem Moveset eigentlich ziemlich zufrieden von ihm. Deswegen lassen wir das so. Solange er nicht 6 Level unter den anderen ist, kommt er, glaube ich, ganz gut voran. Ha, meine Arme, ich bin müde. Oh, arme, arme, tut mir aber leid. Kommt jetzt demnächst wieder ein Pokémon Center oder muss ich noch Ewigkeiten weiterlaufen? Erstmal muss ich so oder so meine Teams wieder umswitchen. Ich überlege, Gamados den Erfahrungspunkte-Zeiler zu geben. Was hast du momentan für ein Item? Das kann ich auch auf den Status gucken, ne? Müsste bei der Summary sein. Ah, okay, alles klar. Ich bin der Meinung, es war eine gute Idee, wenn sogar mein Vergangenheits-Ich meinem Zukunfts-Ich zustimmt. Oder meinem Jetzt-Gegenwarts-Ich, das passt, glaube ich, besser. Wird auch das Zukunfts-Ich denken, dass es keine dumme Idee war. Und daher, alles gut, alles schön. Hoffen wir mal, dass der noch irgendwann levelmäßig mithalten kann. Nice. Drakaris brennt immer noch alles nieder. So muss das sein. Und wäre Drakaris seinen Flammenwurf benutzt, kommen wir in Silverport Town an. Und ich schwitze mir hier gerade hardcore einen ab. Wie gesagt, ich hasse Sommer. Weil Schweiß, Pollen und alles mich einfach bloß umbringt. Mental, psychisch und geistig. Und natürlich auch ein bisschen körperlich an der Haut. Es ist kälter im Norden. Oh, nice, wir können vielleicht eine Mauer sehen. Ich kann meinen Mini-Rock hier nicht jeden Tag tragen. Oh, und das, meine Damen und Herren, ist eine Basic Bitch. Ah, du bist angezogen, als wenn du vom West Tanto kommen würdest. Ah, ich vermisse Beale Beach.
wo es jeden Tag sonnig und warm war. Okay, wir können jetzt schon mal festhalten, das da wird niemals mein Freund. Und ja, ich bezeichne als das da, weil das da trifft's am besten. So, Silverport Town, eine frische Seebrise bringt neue Versprechen. Ach, schön ist es hier. Endlich ordentlich wie in der Ostsee. Kalt, hart, windig und damit äußerst angenehm. Und ab und zu sonnig, damit ich in einen Strandkorb reinsetzen kann. Ich lasse meine Kinder spielen, als wären sie Piraten und Ninjas. Aber um die Wahrheit zu erzählen, wünschte ich, dass sie es nicht tun würden. Hier im Osten von Tantor, ah stimmt, Piraten haben wir schon gesehen, sind überall über den Meer verteilt Piraten. Und niemand weiß, was genau die Ninjas machen. Ich weiß es, ich bin die Hokage. Ich habe auch keinen Plan, was sie tun, aber ich sollte es wissen. Ist ja schon mal ein Anfang. Ich bin ein feuriger Pirat der See. Yarr, Mate! Du schlippriger Fisch! Ich werde dich zerschneiden mit meinem Schneidatlas. Cutlass. Ahem. Okay, Google. Cutlass Deutsch. Nein, ich will nicht die deutsche Katzenwerbung sehen und die Katjes-Werbung sehen. Na, genug dran. Katjes niederländisch heißt übrigens Kätzchen. Dankeschön. Das ist nicht das, was ich meinte, aber hey. Nee, es war russisch, okay. Machete. Ah, Säbelschwert würde besser passen, aber okay, von mir aus. Er hatte nur ein Auge, er kann es ja eh nicht genau sehen. Ich spreche jeden Angriff von dem Ninja mit meinem Ninja-Tech nicht aus. Geschmeidig und leise schleiche ich mich hinter dich und schlag dich aus mit deinem Schlafgas. Ja, weil die Ninjas genau das getan haben, wenn sie kompetent gewesen wären. Was mein Ninja-Dorf irgendwie weder war noch sein wird, aber na gut, was soll's. Erstmal können wir unsere Pokémon wieder heilen. Ich meine, wir haben momentan zwei Level 50er. Wäre schön, wenn die wenigstens alle AP hätten. Und natürlich, meine Toten dürfen auch gern wiederbelebt werden. Gamados muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden. Wir können jetzt endlich Armor tauschen. Was heißt hier endlich? Armer Armor hat hart mit mir trainiert, hat gut gekämpft, ist schön vorangeschritten und wird jetzt ersetzt durch ein Evoli, weil süßer. Ja, es tut mir leid, Armor. Nix kommt an deine natürliche Schönheit ran, so viel steht fest. Deswegen bist du auch hier in den wunderbaren Kimono Tower reingesetzt, vielleicht kommt Toro vorbei, aber ich ersetze dann gerade 4 Beine durch 6 Beine. Guck mal, du kriegst sogar 2 Pichu-Freunde. Extra nur für dich. Tada! Fühl dich wohl. Alleine und ohne jemanden, der dich liebt. Aber ich mag dich noch. Ich bin bloß der Meinung, Amo, wir sollten mal ein bisschen Abstand voneinander nehmen. Ich weiß, eine Fernbeziehung kann schwer sein, aber bei wahrer Liebe wird es halt. Und wir sind durch wortwörtlich dick und dünn gegangen. Also wird das ein fähiges Wiedersehen. Vertrau mir, ich werde dich nicht hundertprozentig und absolut durch eine schönere Frau mit wunderbaren Schleifen ersetzen. Das bin nicht ich. Denn, ich ersetze dich durch einen Mann. Mit Schleifen. Wunderschön, rosa Schleifen. Falls du dich damit besser fühlst, warst du auch männlich? Ist schön, wenn man am Ende einer Beziehung so etwas nicht weiß. Willkommen in 2018. Du warst ebenfalls männlich. Gut, dann, freu dich. Du wurdest durch einen jüngeren Mann ersetzt. Route 16 ist an den Hängen von Mount Latonite. Einen der 2 größten Berge in Tandor. Dankeschön, random Person, die mir Sachen sagt, die ich nicht wissen wollte. Du wirst ein paar wärmere Sachen brauchen, wenn du planst, dich in der eiskalten Tundra aufzuhalten. Auf Route 16. Okay, danke. Ihr seid auch bloß da, um mir die zukünftige Geschichte zu erzählen, oder? Ich beobachte diese Stadt für jegliches Zeichen von unnatürlichen Aktivitäten von Personen oder Gruppen, welche dafür verantwortlich sein könnten, dass sie die nuklearen Kernkraftwerke angegriffen haben. Hey, das war Bush. Vertrau mir, der steckt immer dahinter. Bush did 9/11.
Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Haben wir jetzt Pokémon Center abgehakt? Es wurde dunkel, so lange waren wir da drin. Mensch, so schnell geht es. Hi ho, Bro. Was macht ein Trainer wie du in Silverport? Du musst nach der nächsten Arena suchen, ne? Die ist in Snowbark Town im Osten. Ah, nice. Lass uns erstmal nach Westen gehen. Gut, lass uns nach Osten gehen. So schnell geht's. Was haben wir hier? Oh, eine neue Angelroute. Eines Tages, wenn ich die See lang genug oder zu lang besegelt habe, werde ich die süße Stimme einer Frau hören, welche nach mir ruft. Okay. Um ein seltenes Daikatona zu fangen, musst du einen Metallfischangel benutzen und einen speziellen Köder. Andernfalls wird sein Schwert direkt hindurchgleiten. Ah, danke. Willst du mir diese Angel auch direkt geben? Nein, willst du nicht. Du bist ein Arsch. Wobei, alle anderen habe ich dafür beleidigt, dass sie mich in der Story direkt ungefragt vorangebracht haben. Vielleicht bist du auch der Einzige, der normal ist. Damit bist du ein normaler Arsch. Gratulation, ich weiß nicht, ob es das für dich besser macht. Hallo, Omi. Silverport wurde aufgrund eines Fischer-Außenpostens gegründet. Viele seiner Bewohner segeln in die See hinaus und fangen jeden Tag Fische, inklusive meines Mannes. Es kann nicht der MS-Anführer oder irgendein Schiffführer sein, weil der hat ja nicht Fische gefangen. Der hat uns ja nur kutschiert. Noch eine alte Oma. Kennst du die TM-Geheimkraft? Kraftreserve muss Hidden Power sein. Geheimkraft war schon richtig, oder? Sie funktioniert verschieden bei jedem Pokémon, das es benutzt. Ich habe die Fähigkeit, ein Pokémon anzusehen und dir zu sagen, was deine Geheimkraft wird. Was ist denn Wundertüte so Schönes? Oh, deine Wundertüte. Seine geheime Kraft für Drachen sei mit 60 Grundangriff. Okay. Gut, danke. Ich hab die TM nicht. Und wenn ja, benutze ich sie nicht. Daher bringst du mir gerade nichts. Und das Haus ist äußerst sinnlos. Lass mal ein Haus mal mit wunderbarer Aussicht. Man kommt nicht rein. Ha. Leute, ich hab mir da was anderes überlegt. Wie das? Wenn man sich keine Pläne schmiedet, kann auch nichts schief gehen. Ein Architekt in Pisa. Um ein starkes Pokémon zu fangen, um das starke Pokémon auf Route 16 zu fangen, werden einfache Pokébälle nicht ausreichen. Du wirst einige Ultrabälle brauchen. Ah, ein starkes Pokémon. Vielleicht doch endlich der allererste Kampf gegen legendäres Pokémon. Würde zeitlich äußerst gut passen. Da wir einmal hier sind, würde ich direkt nochmal 11 Bälle mitnehmen. 31 klingt nach einer wunderschönen Zahl. Könnte man hier mal anfangen, Kinder zu bekommen. Und natürlich ein paar Hyper-Potion wären auch not bad. Und da ich mich beschwert habe, natürlich noch ein paar Super-Potion, die wir außerhalb des Kampfes benutzen können, um hier nicht zu viel Geld auszugeben. Sagte er und war arm. So schnell geht das. Ist ja wie im Real Life hier gerade. Nice. Es funktioniert leider für uns eigentlich, aber auch geil. Habt ihr es mitbekommen, wie dieser Text später nachkam? Ich hab nichts gedrückt. Ah, man braucht Bälle, um sie alle zu fangen. Also Pokebälle natürlich. Funktioniert mit Balls einfach so viel besser. Man braucht Balls, um alle Pokémon zu fangen. Pokebälle natürlich. Auf Englisch passen einfach so viele Sachen besser. Na gut, auch viele anderen nicht, aber egal. Was? Sie verkaufen nur Pokémon-Zeugs hier? No, ich würde ein paar Winterkleider kaufen. Gutes Argument. Ey, guck mal. Das ist Eminem. Ja, es würde nur passen, wenn die anderen braun wären. Aber hey, es ist close enough, okay? So. Ey, hast du Silverports Pokémon-Labor gesehen? Sie versuchen irgendwas Wichtiges hier zu unterforschen, denke ich. Ja, das machen Labore in der Regel. Und das nächste Deko-Haus, wunderbar. Und guck mal, Larkspore Pokémon-Forschungslabor. Wer hätte das jetzt hier erwartet?